Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Transformatoren sind unser Thema. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie so ein Transformator jetzt wirklich funktioniert. Also wir haben eh schon mal gesagt, ja, es ist ein Transformator, wie ist er aufgebaut. Ich zeichne jetzt einen Einphasentransformator, weil, ich meine, wir überlegen es jetzt einmal. Ja. Einphasentransformator, also es gibt einen Eisenkern. Der verbindet zwei Spulen miteinander. Wie diese Wicklungen jetzt aufgebaut sind und so weiter, das haben wir eh schon ein bisschen besprochen. Das ist mein Eisenkern, ja. Und darüben habe ich eine Spule 1. Die sitzt da drauf. Da hat er zwei Anschlüsse. Ja. Der hat eine Bindungszahl N1, ja. Das ist die Spule. Und dann machen wir halt da, rinnt der Strom hinein und da raus. Das soll die Spule sein hier. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich eine zweite Spule. Diese zweite Spule hat natürlich ebenfalls eine Richtung. Und eine andere Windungszahl N2. Okay? Da dran habe ich U1. Da das U2. Dann I1 rinnt da hinein und da kommt das I2 raus. Ja. So schaut das aus. So schaut das aus. Gut, jetzt rinnt da durch die Spule 1 ein Strom. Was entsteht? Ein magnetisches Feld. Magnetisches Feld entsteht da und das Hauptfeld wird dort rüber gehen, so durch. Ja. So machen wir das. Da wird ein Hauptfeld entstehen. 4H. Okay? Das wird da geführt und das tritt hier durch. Die Spule 1. Aber es wird da natürlich auch noch hier wird's ein Streufeld geben. Phi 1 Sigma. Sigma Streu. Und auch hier wird es ein Streufeld geben. Phi 2 Sigma. Ja, so schaut das aus. Ja, so wird dieses Streufeld eben gemacht werden. Ja. So, jetzt haben wir was gehört. Es gibt ein Induktionsgesetz. Ja, und zwar Induktionsgesetz. Kann man nachsehen, das Video, wenn man will. Ja, das U an einer Spule. Ja, ist N mal der Flussänderung d phi nach dt. Das war das. Ja. Aus dem folgt, ja, daraus folgt, das U1, ja, ist N1 mal die Änderungsrate. Das heißt, das ist N1 mal die Änderungsrate vor dem Hauptfeld plus dem Streufeld. Ja. Zweite Seite gilt ja genau das gleiche. U2 vor T. Nur diesmal habe ich N2 und die Flussänderung, die da drüben herrscht. Ja. Das heißt, das ist N2 Phi 2 Sigma. Hammer. Ja. Und jetzt, wenn ich den Streufluss vernachlässige, ja,
das Ganze als dann idealer Trafo. Idealer Transformator, ja, gibt es in echt nicht, aber wir sagen halt, ja, das Eisen ist so gut, das führt das und der Streufluss gibt es keinen, ja, dann kann ich das da 0 setzen. Dann steht da, ja, U1 vor T ist gleich N1 mal T phi H nach dt. Okay, das Sigma habe ich weggegeben. Vernachlässigt, sondern so nicht weggegeben. U2 von T ist N2 mal T phi H noch dt. Schau, das habe ich da drin. Ja. Aus dem da oben folgt ja praktisch, da kann ich das T phi H noch dt ist U1 dividiert durch N1. Und das setze ich, wenn ich das jetzt da einsetze, ja, setze ich ein, U2 von T ist gleich N2 mal, und jetzt setze ich das ein, U1 von T dividiert durch N1. Ja, daraus folgt, ja, jetzt bringe ich das auf die andere Seite, ja, U1 zu U2 ist gleich N1 zu N2. Pah! Es kommt auf die Windungszahlen drauf an. Ja? Jetzt das T stört mir ein bisschen. Eigentlich gilt das Ganze nur für die Effektivwerte, weil es ist ein bisschen phasenverschoben. Gell? Das müssen wir sich überlegen, kann man sich überlegen. Für die Effektivwerte gilt es exakt. Das ist das sogenannte Ü, ja, das heißt das Übersetzungsverhältnis. Ja. Ja. Also es gilt für die Effektivwerte, für die Spitzenwerte und so weiter, aber eigentlich nicht für die momentanen Werte, weil es gibt eine Phasenverschiebung zwischen den. Also der Fluss hier ist ja phasenverschoben zu dieser Spannung und die Spannung hier ist dann nochmal phasenverschoben zu dem Fluss. Aber für die Effektivwerte gilt es. Ja. So übersetzt ein Transformator Spannungen. Okay? So übersetzt ein Transformator Spannungen. Jetzt auf der Eingangsseite, was habe ich da für eine Scheinleistung? Ja. S1, Scheinleistung am Eingang. S1 ist U1 mal I1, ja, am Ausgang. S2 ist U2 mal I2. Okay? Scheinleistungen und es wird ja keine Leistung verschwendet. Ja. Ich brauche ein bisschen Leistung zum Magnetisieren und Entmagnetisieren, das vernachlässige ich auch. Ja. Das vernachlässige ich auch. Ich sage einfach, es gilt näherungsweise S1 ist gleich S2, die Leistung wird einfach transportiert durch den Trafo. Das heißt, es gilt U1 mal I1 ist gleich U2 mal I2. Ja. Das heißt aber auch, dass ich, wenn ich das jetzt wieder dividiere, U1 zu U2 ist gleich I2 zu I1 ist gleich Ü. Ja. Das heißt, die Ströme werden ebenfalls größer und kleiner werden. Okay? Ja, das heißt, der Strom transformiert sich wird kleiner. Also, wenn die Spannung größer wird, wird der Strom kleiner. Wenn die Spannung kleiner wird, wird der Strom größer. Die Leistung bleibt gleich. So sieht das aus. So schaut das aus.
wie schaut das jetzt eigentlich aus, wenn man auf der einen Seite vom Transformator, ja, so, wo ist das Symbol? Da habe ich auf der zweiten Seite vom Trafo ein R2. Ja. Wie schaut das aus, wenn ich den auf die andere Seite bringen will? Von der Seite, wenn ich von der Seite reinschaue, wie wirkt denn der auf mich? Ja. Als Maschinenbauer sind wir das mit den Getrieben, kennen wir das vom Getriebe, ja, mit den reduzierten Massenträgheitsmomenten. Genau das möchte ich da wissen. Ja. Genau das möchte ich da wissen. Und zwar, wie schaut der R2 auf der Seite darüber aus? Was ist auf der Seite der für eine Last für mich? Okay? Nun, da ist der I2. Ja. Die Leistung bleibt der gleich. Die Leistung bleibt der gleich. Das heißt, wenn ich da sage, das P2 ist gleich I2 Quadrat mal R2. Okay? Und jetzt, das I2 aus da folgt, das I2 ist Ü mal I1. Das setze ich da jetzt ein. Ja? Ist gleich Ü mal I1 zum Quadrat mal R2. Okay? Dann hebe ich das raus, dann sage ich da I1 Quadrat mal Ü Quadrat R2. Schau. Und das sage ich, das ist I1 Quadrat mal R2 Strich. Okay? Und der R2 Strich, wirksamer Widerstand, auf Seite 1. Ja? Also das schaut praktisch ganz genauso aus, wie wenn das gleich so, das wird übergeführt in diese Situation, R2 Strich. Weil die Leistung muss ja gleich sein. Gell? Da habe ich jetzt den I1, ja? Und der R2 Strich ist eben Ü Quadrat mal R2. So transformiert sich eine Last auf die Primärseite. Gell? Das geht mit dem Quadrat vom Übersetzungsverhältnis. Das ist das Arbeitsprinzip eines Transformators. Gut zusammengefasst oder zumindest zusammengefasst, nennen wir es zusammengefasst auf einem Zettel. Jetzt habe ich schon erwähnt, das ist wie bei einem Getriebe, bei den reduzierten Massenträgheitsmomenten und so weiter. Im nächsten Video möchte ich diesen Transformator vergleichen mit einem Getriebe und die Parallelen aufzeigen. Es sind nämlich erstaunliche Parallelen. Ja, es ist alles gleich, nur heißen die Dinge anders. Und ich denke, man kann sich dann besser vorstellen, weil bei einem Getriebe kann man sich schon einiges vorstellen. Gut. Ja, für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.